Ja, einen schönen guten Abend, liebe Teilnehmer und Teilnehmer. Ich hoffe, der Übergang hat gut funktioniert. Ich muss mir jetzt eigene Fenster mal rüberschieben und begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres regelmäßigen Webinars-Training für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Jetzt ist es langsam schon dunkel geworden, aber umso mehr freue ich mich, dass ich euch hier begrüßen darf. Mein Name ist Falco Block, ich bin Zertifikatespezialist bei der DZ Bank in Frankfurt und ich möchte euch als Moderator durch das heutige Webinar begleiten. Wie immer an dieser Stelle zunächst meine Frage, ob denn Bild und Ton in Ordnung ist, weil ihr mich gut sehen und auch hören könnt. Das wäre das Wichtigste. Wie immer hoffe ich, dass der ein oder andere mir da kurz nochmal im Chat schreiben kann. Da kommen schon die ersten, wieder sehr zuverlässig, immer die gleichen im positiven Sinne. Ganz herzlichen Dank für eure Rückmeldung. Ja, was ist das heutige Thema? China galt ja eigentlich immer als Hort der Stabilität, eine Regierung, auf die man sich verlassen konnte, die durch, ich sag mal, ihre planwirtschaftlichen Vorgaben und ihre konkreten Ziele eigentlich dafür gesorgt hat, dass die Nachfrage und Wachstum an vorderster Stelle stehen. Und die Kommunistische Partei sorgte eben auch durch ihre Planung für, ja, prosperierende Wirtschaft, stabile Verhältnisse und eben auch eine sehr Zuverlässigkeit, was entsprechend das Wirtschaftswachstum dort anging. Bislang war es so, oder schien es zumindest so, dass Wachstum immer an erster Stelle stand. Und in den letzten Monaten zeigt sich allerdings, dass dieses ja, oberste Ziel ein bisschen sich gewandelt hat. Und zwar wurden hier beispielsweise Konzerne, um als Beispiel hier mal Alibaba zu nennen, doch kräftig eingebremst, mit dem Ziel, ja, die Gesamtbevölkerung auch mitzunehmen und nicht nur einzelne Konzerne zu stark werden zu lassen. Sicherlich führt auch entsprechend der Wunsch der Kommunistischen Partei, das Heft allein in der Hand zu halten und deutliche Anzeichen den, ja, Multimilliardären und vermeintlichen Leitern des Landes zu geben, dass sie selbst immer noch das absolute Heft in der Hand haben. Auch bei den Immobilienkonzernen hat die Regierung zuletzt erhebliche Maßnahmen erlassen. Und möglicherweise kann man aber sagen, hat sie da vielleicht die Folgen, die sich jetzt daraus ergeben haben, unterschätzt. Denn das bisher fast ausschließlich schuldenbasierte Wachstum scheint jetzt an seine Grenzen gekommen zu sein, beziehungsweise fast schon in manchen Bereichen wie ein Kartenhaus in sich zusammenzubrechen. Wir haben hier das aktuelle Problem, dass Kreditzinsen in Millionenhöhe nicht beglichen werden können und Aktien und Anleihen teilweise sogar bei einigen Gesellschaften sogar vom Handel ausgesetzt wurden. Der Beispiel oder der Start des Ganzen war bei dem Immobilienkonzern Nummer 2 im Land, Evergrande. Den plagen aktuell 300 Milliarden US-Dollar Schulden. Das sind immerhin 2% des Bruttoinlandsprodukts in China, also keine kleine Hausnummer. Und jetzt folgen mittlerweile auch noch weitere. Die Nummer, jetzt muss ich gucken, 58 oder so, also jetzt nicht wirklich gleichbedeutend, aber von der Sinnbildlichkeit gesehen folgt jetzt das Unternehmen Fantasia. Ich weiß nicht, Nomen est Omen kann man da vielleicht sagen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage für uns alle, ist das der berühmte Sack Reis, der in China umfällt und uns hier nicht weiter kümmern sollte, weil das ein hausgemachtes internes Problem ist? Oder müssen wir uns doch ernsthaft Sorgen machen, dass diese Krise, die wir da in China sagen oder haben, so langsam zu uns herüberschwappen könnte? Ja, und um das zu klären, habe ich mir heute wieder Verstärkung geholt. Und dazu mache ich mal eben meine Präsentation an, damit ich die beiden Herren, die wir dann da haben, auch begrüßen darf. Und dann sage ich ganz herzlich willkommen Benjamin Feingold und Nicolas Saurenz von Feingold Research. Und Sie sehen es schon, Nicolas ist nicht Daniel, auch wenn die Familienvergleichbarkeit unverkennbar ist. Daniel ist heute erkrankt und Nicolas hat sich bereit erklärt, kurzzeitig einzuspringen. Nicolas, ganz herzlichen Dank dafür und an Daniel von dieser Seite natürlich eine gute und schnelle Genesung und auf euch beide nochmal ganz herzlich willkommen und schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo, schöne Grüße an alle. Ja, dann kommen wir auch gleich zu unserer heutigen Agenda. Wie sieht diese aus? Ich muss auch mal gucken, die Übertragung sollte eigentlich gut sein. Ja, da sieht es aus. Genau. Beginnen möchte ich mit einer Kurzumfrage, eher so organisatorischer Art, nicht direkt auf das auf das heutige Thema bezogen. Dann gebe ich gleich an unsere beiden Referenten weiter. Marktausblick ist natürlich wieder dabei und das Thema eben reißt uns das Unternehmen Evergrande eventuell über eine China-Krise alle mit in die Tiefe. Die Märkte haben ja teilweise schon sehr stark darauf reagiert, auch mit einem Fokus natürlich nochmal, was ist eigentlich mit den deutschen Immobilienwerten, die sind ja auch teilweise
mit hohen Schulden das Wachstum finanziert haben. Wie sieht es entsprechend dann dort aus? Trading-Ideen sind natürlich wieder mit dabei. Ein bunter Blumenstrauß an China-Werten, an Immobilienwerten, an Marktwerten. Rohstoffe haben wir auch nochmal heute wieder mitgebracht, weil es da interessante Konstellationen gibt. Da werden Benjamin und Nicolas heute nochmal einige Sachen für euch mit dabei haben. Fragen gerne wieder im Chat stellen. Die werden wir versuchen, zwischendurch zu beantworten. Und ansonsten haben wir wieder zum Schluss noch einige Minuten Zeit für eine Fragerunde. So, bevor ich beginne, wieder an dieser Stelle unsere rechtlichen Hinweise. Bei dem Webinar heute hier handelt es sich um eine Werbung und das Webinar richtet sich ausschließlich an Interessenten mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland. Es richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten und Anlagezertifikaten. Alles, was wir heute hier erzählen, liegt lediglich zu Demonstrationszwecken. Es ist nicht als Empfehlung zu verstehen und kann eine anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Bitte berücksichtigt immer, Hebelprodukte beinhalten erhebliche Risiken. Das sogenannte Totalverlustrisiko bei einer Verletzung der Knockout-Barriere oder auch wenn der Emittent seine Verpflichtungen aus behördlicher Anordnung nicht mehr erfüllen kann, kann es auch hier zu einer Insolvenz und einer Nichtrückzahlung oder Totalverlust des Produktes führen. Dann kommen wir jetzt zur Kurzumfrage. Die ist wie gesagt technischer Art heute mal. Die schalte ich jetzt mal eben live. Kurzen Moment. Genau, kurze Erläuterung dazu. Für diejenigen, die schon länger dabei sind, ihr wisst, es gibt am Dienstagabend, Mittwoch immer eine Nachgangs-E-Mail. Da ist nochmal das Webinar zusammengefasst. Die WKN-Nennungen sind dann nochmal drin und es gibt einen Ausschau auf das nächste Webinar. Auf der einen Seite wollen wir euch natürlich immer mit relevanten Informationen versorgen. Auf der anderen Seite aber euch natürlich auch nicht zuwerfen mit Informationen und den ganzen Prozess natürlich so schlank wie möglich halten. Und da ist dann die Frage immer für uns, wie viele Informationen, Nachgangsvorlaufinformationen benötigt ihr? Und da möchte ich heute schon mal die Frage stellen, wie wichtig ist euch denn diese Nachgangs-E-Mail, die ihr da immer am Mittwoch bekommt? Ist euch die wirklich wichtig oder könnt ihr gegebenenfalls auch darauf verzichten? Also wisst ihr schon oder könnt ihr euch selbst informieren, was das Thema in der nächsten Woche dann ist? Und braucht ihr nochmal eine Zusammenfassung und die WKNs aus dem Gesagten am Montag? Und deswegen bitte ich euch hier um kurze Abstimmung. Da haben jetzt schon knapp 70% zugestimmt oder gewählt, so rum eher. Ich will nochmal einen kurzen Moment warten, ob der eine oder andere sich nochmal überlegen muss. Also wie gesagt, für diejenigen von Ihnen, die noch nicht so lange dabei sind, Mittwoch gibt es immer diese Nachgangs-E-Mail-Zusammenfassung des Webinars, Ausblick und die WKN-Nennungen. So, jetzt haben wir rund 80%. Ganz kurz will ich noch warten. Jetzt sieht es aus, wenn es stagniert. Genau, dann würde ich jetzt mal schließen. Und ich glaube, das Ergebnis ist sehr eindeutig. Das übertrage ich auch gerne. Da haben wir es. Rund 80% sagen, ja, die Nachgangs-E-Mail ist mir wichtig. Und das ist ja ein wichtiger Indikator von uns. Dann werden wir ähnliche organisatorische Fragen, wir hoffen, auf euer Verständnis in den nächsten Wochen auch nochmal mit reinbringen. Wie gesagt, damit wir immer das Ganze optimal für eure Bedürfnisse so ausbilden oder durchführen können. Gut, dann Kurzumfrage beendet. Jetzt geht es dann entsprechend weiter. Wird schon angezeigt. Ja, da haben wir es. Aktueller Marktausblick. Wie sieht es mit China aus? Und dann übergebe ich jetzt mal an unsere beiden Referenten mit der Frage, wie sieht es denn aktuell da aus? Was könnt ihr uns zum aktuellen China-Krise in Anführungsstrichen denn da sagen? Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Mein Name ist Nicolas Saurenz und ich freue mich jetzt in der nächsten knappen halben Stunde zunächst das Thema China mit euch zu besprechen und dafür schnappe ich mir jetzt mal den Bildschirm. Ich hoffe, der Ton ist gut soweit. Ich habe jetzt auf die Webcam verzichtet, weil ich eben ein bisschen GoToWebinar mir kleinere Verbindungsstörungen angezeigt hat. Aber ich glaube, jetzt müsste es passen. Ton ist super. Genau. Passt alles. Wunderbar. Und hier seht ihr mich dann auch schon mal auf der Folie als kleinen Ersatz für die Webcam. Genau, mein Name ist Nicolas Saurenz. Ich bin seit mittlerweile auch knapp 10 Jahren im Team von Feingold Research und beschäftige mich täglich mit den Märkten und allem, was so anliegt, um es sozusagen. Und bin auch mit Daniel zusammen verantwortlich für unseren kleinen Börsendienst, den wir jetzt im 4. Jahr am Start haben und wo wir euch bzw. unsere Abonnenten börsentäglich auf den Stand bringen und eben auch entsprechende Anlage- und Investmentideen vorstellen. Ja, gehen wir scharf rein in das Thema, was ich vorbereitet habe. Evergrande
und die Auswirkungen auf den Aktienmarkt und generell, was ist in China los? Ich habe es mal überschrieben mit Auswirkung, nicht Auslöser. Und Falko hat eben schon sehr richtig und sehr schön gesagt, dass eben auch die politische Tragweite oder die politischen Absichten in dieser Krise nicht zu unterschätzen sind. Ich habe euch mitgebracht einen Auszug aus dem vorletzten Spiegel, wo ein längerer Artikel überschrieben war mit Chinas zweiter Konterrevolution. Die erste Konterrevolution gab es ja unter Mao Zedong. Und jetzt sehen wir so eine kleinere Revolution, die eben dahingehend ist, dass man in den vergangenen Jahren, ja, wie mag man es umschreiben, es war immer die Ansicht, dass China natürlich schon ein sozialistisches oder kommunistisches Land ist mit einer, mit der kommunistischen Partei an der Spitze, aber eben den Turbokapitalismus eingeleitet hat und eben alles kapitalistischen Prinzipien unterwirft und das eben ja auch sehr erfolgreich war, weil in Sachen Wirtschaftswachstum hat China alle anderen Staaten weltweit abgehangen und ist eben mittlerweile zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gewachsen und wird, so sagen viele Experten, die USA in den nächsten 10 bis 20 Jahren überholen, was ja natürlich auch dadurch bedingt ist, dass China mit deutlich rund 1,5 Milliarden Menschen viel, viel größer sind als die USA oder eben auch Europa. Aber eben diese Wirtschaftspower hat man quasi vorangebracht. Und eine Auswirkung des Ganzen war eben, dass sehr viele private Wirtschaftsmenschen, sage ich mal, also Firmeninhaber und wie zum Beispiel Jack Ma von Alibaba, sehr viel Einfluss haben. Und dieser Einfluss durchaus der kommunistischen Partei ein Dorn im Auge ist. Nicolas, und das, ja. Kannst du vielleicht eben einen Präsentationsmodus oder so anstellen? Ansonsten kann es teilweise ein bisschen klein sein, wenn das. Sehr gerne, ja. Der Artikel ist natürlich nicht lesbar, es soll quasi so ein bisschen. Aber für später dann, danke dir. Genau. Ich habe es gerne immer auf der Übersicht, dann sieht man, was die nächste Folie ist, aber ich denke, ich bekomme es auch so hin. Eben, dass die, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht, aber genau, die Folge des, gehen wir mal auf die Folie davor, und eben sehr viele Wirtschaftssektoren sehr, sehr groß geworden sind in den vergangenen 10 bis 20 Jahren. Dazu gehört auf jeden Fall der Tech-Sektor mit verschiedenen Tech-Unternehmen wie eben Alibaba, wie Tencent, wie Baidu. Das sind so die größten, die man in Europa kennt, wo eben auch die quasi sehr, sehr wirtschaftsmächtig geworden sind. Und diesen Einfluss möchte die Kommunistische Partei zurückdrängen und hat das eben auch getan durch verschiedene Regulierungsmaßnahmen. Man ist eben hingegangen, hat ganz gezielt die Tech-Unternehmen reguliert. Und das ist durchaus so gewollt. Das heißt, man muss schon sehen, dass diese Krise, die im chinesischen Aktienmarkt seit einigen Monaten für deutlich fallende Kurse sorgt, von der staatlichen Führung in Kauf genommen wird und dass man momentan nichts dagegen tut, sondern eher im Gegenteil diese Krise befeuert hat. Eben in der Absicht, die Macht zu sichern. Die Kommunistische Partei möchte die Macht sichern. Langfristig gesehen auch, weil China ganz klar ist keine Demokratie. Und es gibt einen wachsenden Mittelstand, der natürlich in den Westen blickt, westliche Ideale sieht und diese vielleicht auch umsetzen möchte oder umgesetzt sehen haben möchte. Und diesen, Drive Richtung Westen möchte man eben entgegentreten und das gelingt eben, indem jetzt, oder das hofft man, dass das gelingt, indem man da durchaus Zeichen setzt. Also bei Jack Ma war ja vor einigen Monaten die Befürchtung im Raum, dass er von der Bildfläche verschwunden ist. Das war ja einige Wochen. Er ist dann wieder aufgetaucht, aber es wäre wohl durchaus möglich gewesen, dass er vielleicht im Gefängnis verschwunden wäre, aus welchen Gründen auch immer. Das ist in so einem absolutistischen Land natürlich immer möglich. Und zuletzt haben wir diese Regulierung gesehen, eben bei den Techs, aber zum Beispiel auch bei privaten Lerninstituten. Da gab es auch einige Aktien, die ja nahezu in den Boden gefallen sind, weil diese privaten Lerninstitute stark reguliert wurden. Das ist ein sehr wichtiges Thema in China, weil eben die wachsende Mittel- und Oberschicht ihren Kindern Bildung ermöglichen möchte und dafür eben auch private Gelder in die Hand nimmt. Und das ist der Partei auch wiederum ein Dorn im Auge gewesen, wenn man die Bildung eben unter staatlicher Kontrolle haben möchte, weil klar, wenn die Bildung in staatlicher Hand ist, kann der Staat vorgeben, was gelernt wird oder gelehrt wird. Und das ist bei diesen privaten Lerninstituten nicht so, wo dann eben auch
zum Beispiel verstärkt in westliche Bildung gegangen ist. Und eben auch bei den Immobilienunternehmen. Und das habe ich euch auf der Folie zusammengefasst, was diesen Immobiliensektor ausmacht. Der hat in den vergangenen 10 Jahren wahnsinnige Ausmaße angenommen und trägt direkt 20% der Wirtschaftsleistung der Volksrepublik China. Und indirekt, also wenn man alle Branchen mit reinnimmt, die dort beteiligt sind, 30%. Und mit 60 Billionen Dollar ist das, wenn man so Marktklassen einteilen möchte, die wichtigste Markt- oder Assetklasse der Welt. Und da sehen wir jetzt eben, dass es durchaus ja, einen schwankenden Riesen wie Evergreen, die schon erwischt hat, der jetzt in der Abwicklung ist. Und die große Frage, die im Raum steht, ob da eben weitere folgen. Ganz wichtig zu sehen, dieser Preisanstieg hat in den vergangenen Jahren den allgemeinen Wohlstand der Chinesen angetrieben, besonders bei der oberen Mittelschicht, weil eben wer mehrere Immobilien hatte, der durfte sich darüber freuen, dass diese Immobilien sich im Preis verdoppelt oder verdreifacht haben. Und klar, der hatte natürlich dann auch mehr Geld für Konsum zur Verfügung, wenn er diese Immobilien auch vermieten konnte durch höhere Mieten, eben dieser ganze Kreislauf, den man da sieht. Und man muss sich durchaus bewusst werden, dass die chinesischen Wohnverhältnisse mittlerweile genauso sind wie in Europa. Also ein Chinese hat pro Kopf genauso viel Wohnraum zur Verfügung wie ein Engländer in Großbritannien und derzeit 10% weniger als in Deutschland. Also in Deutschland ist der Wohnraum pro Kopf ein bisschen höher als im Vereinigten Königreich. Aber eben mittlerweile genauso wie in Großbritannien und auch mehr als in Spanien. Also es gibt quasi keinen größeren Bedarf mehr für Wohnraum. Und man sagt, dass der Leerstand in größeren Städten bei 20-25% liegt, weil eben einfach nur des Bauens willens gebaut wurde, aus Spekulationsgründen, aber nicht, um eine wirkliche Nachfrage zu decken. Und da komme ich zu dem Punkt, den ich eben genannt habe. Der Staat hat diese Entwicklung natürlich auch gesehen und diese Entwicklung ist dem Staat, dem chinesischen Staat der Kommunistischen Partei, ein Dorn im Auge. Und er hat deswegen eben diese Regulierung angestrebt und hat eben große Immobilienfirmen wie Evergrande dazu verpflichtet, höhere Eigenkapitalanforderungen umzusetzen, was Evergrande natürlich nicht kann, weil sie höchst verschuldet sind. Und deswegen ist Evergrande eben ein Stein, der jetzt quasi ins Wanken gerät. Was man bis jetzt auch sehen muss, zu den negativen Dingen, die ich bis jetzt vorgetragen habe, in China gibt es bis jetzt noch keine Auswirkungen dieser Krise. Also die Zahl der Immobilienentwickler und Immobilienfirmen, die bankrott oder insolvent gegangen sind, ist auf einem relativ stabilen Niveau. Das waren in den vergangenen Jahren immer pro Monat ja, 30 bis 50 Stück ungefähr. Klar, ist ein Riesenland und dementsprechend ist das auch eine etwas höhere Anzahl als in Europa üblich wäre, aber eben noch keine Auswirkungen dieser Evergrande-Krise in China bis jetzt, aber eben durchaus möglich, dass das noch kommt. Und damit kommen wir eben auch zu der Auswirkung, die das Ganze eben auch auf die Wirtschaft hat. Man sieht in China, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahren schon etwas abgeschwächt hat und das zeigt sich eben auch an der Geldpolitik und an der Entwicklung der Geldpolitik und eben auch an der Nachfrage der Unternehmen nach Krediten. Und da gibt es eben das sogenannte Kreditwachstum, was als volkswirtschaftliche Kennziffer ausgewiesen wird. Und dieses Kreditwachstum hat sich in den vergangenen Monaten stark verlangsamt, was eben zeigt, dass die Geldpolitik der Notenbank nicht mehr so expansiv ist, wie es mal war und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in China sich abschwächt. Und das hat natürlich nicht nur Auswirkungen für den chinesischen Aktienmarkt, der ja, wie wir alle wissen, in den vergangenen Monaten stark unter Druck war, sondern auch Auswirkungen für den europäischen Aktienmarkt und besonders für Deutschland, weil Deutschland ja besonders die verarbeitende Industrie China als Hauptabsatzmarkt zur Verfügung hat und eben diese Krise in China durchaus Auswirkungen auf den europäischen und den deutschen Aktienmarkt haben dürfte. Und dazu sieht man sehr schön, wie der eben angesprochene Kreditimpuls ja mehr oder weniger direkte beziehungsweise also direkte Auswirkung auf Deutschland hat. Und zwar seht ihr hier auf der Grafik in hellblau den Kreditimpuls und in dunkelblau den deutschen Einkaufsmanager-Index beziehungsweise die Auftragseingänge der deutschen Industrie. Und da sieht man recht deutlich, dass Deutschland ja mehr oder weniger um 2 bis 3 Monate folgt. Das heißt, diese Entwicklung und das
habe ich hier auch nochmal sehr schön. Auf dieser Grafik seht ihr den chinesischen Einkaufsmanager-Index und den deutschen IFO. Also der IFO ist ja der wichtigste Wirtschaftsindikator für die deutsche Volkswirtschaft. Durchaus ein Frühindikator, der ungefähr 6 Monate im Voraus in der Lageerwartung angibt, wie sich die deutsche Volkswirtschaft entwickelt. Und in dieser Grafik, die von Nordea stammt, die immer sehr schönes Research zur Verfügung stellen, folgt China um 3 Monate. Und die Grafik ist aus dem September und man sieht ja durchaus, wir kommen im DAX von 16.000 Punkten, waren jetzt letzte Woche bei 15.000, dass die Erwartung hinsichtlich deutscher Unternehmen bei den Anlegern durchaus gedämpft ist und man dieses Risiko auf dem Schirm hat. Also das China-Risiko kommt derzeit nicht unerwartet, möchte ich mal sagen, sondern es ist durchaus auf dem Schirm der Anleger. Und unsere Sentiment-Daten, auf die wir bei Feingold Research schauen, zeigen auch, dass die Skepsis bzw. die Vorsicht am Markt relativ hoch ist, was sich eben auch daraus zeigt, dass die Absicherungen, die eingezogen wurden, in den vergangenen Monaten schon relativ hoch sind. Anders als zum Beispiel in den USA, wo wir vor einigen Monaten doch noch relativ oder einigen Wochen relativ optimistisch waren und das jetzt erst relativ kurzfristig gekippt ist, zeigen die Sentimentdaten für Deutschland eigentlich schon länger Skepsis an, die eben logischerweise auch aus China rührt, weil wir sehen natürlich, welche Ausmaße diese Krise in China haben könnte. Kommen wir zu den chinesischen Aktien. Da gibt es eigentlich, das kann man nicht anders sagen, ja, ein Bild des Grauens. Seit Januar 2021 sind die chinesischen Aktien, insbesondere die Tech-Werte, im freien Fall. Hier habe ich euch den Hang Seng Tech-Index mitgebracht, der die 25 größten chinesischen Tech-Aktien oder ja, im weitesten Sinne Tech-Aktien versammelt. Eben die Highflyer, die auch in Europa und in den USA sehr gerne gehandelt sind, sei es Alibaba, Tencent, Baidu. Und ja, die haben sich im Kurs mehr oder weniger viele dieser Aktien fast halbiert. Alibaba da an vorderster Front zu nennen, weil dort die Regulierung ja sehr stark zugeschlagen hat und Jack Ma ja auch so ein bisschen die Symbolfigur der Regulierung war, als Multimilliardär eben sehr stark im Feuer stand. Und ja, wir sehen jetzt seit dem Sommer leichte Tendenzen einer Bodenbildung und ja, es ist natürlich sehr, sehr schwierig in so einem Markt, der wirklich massivst angeschlagen ist, Tendenzen auszumachen. Aber wir sind jetzt bei Feingold Research wieder optimistischer und sind seit einigen Wochen wieder, ja, wir sind auch seit einigen Wochen wieder optimistisch auf die chinesischen Titel und haben entsprechende Produkte vorgestellt. Das ist natürlich wirklich ganz schwierig in so einem Markt, ja, den Boden auszumachen. Aber man kann natürlich versuchen, Tendenzen festzustellen und in unseren Augen sieht das nach ja, einem durchaus konstruktiven Versuch einer Bodenbildung aus. Und wie schätzen wir die Lage ein? Das ist natürlich für euch als oder für Sie als Zuhörer auch interessant. Klar, die volkswirtschaftlichen Entwicklungen sind spannend, aber es geht ja bei uns auch um Aktien und den Aktienmarkt. Deswegen ist unsere Ansicht eigentlich, dass die Krise in China, wenn sie sich dann nicht in massivem Ausmaße verschlimmern sollte, wovon wir derzeit noch nicht ausgehen. Weil, ganz wichtig, was gibt es noch als Möglichkeit für den chinesischen Staat? Die chinesische Notenbank ist in diesem Jahr noch relativ restriktiv und es gab noch keinerlei neue Maßnahmen oder kaum neue Maßnahmen. Und es wäre natürlich im Falle einer Verschärfung dieser Krise, die dann auch deutlicher auf die chinesische Volkswirtschaft ausstrahlen würde, nur logisch, wenn die People's Bank of China hingehen würde und ja, ein größeres Aktionsprogramm anlaufen lassen würde, also eben zum Beispiel Anleihenkäufe wie in Europa und den USA und natürlich in Japan zuletzt gesehen üblich und dementsprechend Geld in den Markt pumpen würde. Das wäre ja normal und wäre fast zu erwarten in der aktuellen Situation. Und das würde auch deutlich steigende Aktienkurse mit sich bringen. Und deswegen sind wir eigentlich auf diesen Niveaus, die wir jetzt sehen, die wirklich für die chinesischen Aktien auch sehr, sehr niedrige Bewertungsniveaus mit sich bringen, die wir seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben, für chinesische Aktien durchaus konstruktiv gestimmt und empfehlen die als Beimischung oder wir haben sie in unseren Musterdepots als Beimischung dabei genommen. Das sind natürlich immer noch sehr spekulative Werte, keine Frage, aber da finden wir das Chance-Risiko-Verhältnis auf diesem Niveau, wo die Aktien eben sehr, sehr im Keller sind, durchaus konstruktiv.
Wie eben schon gezeigt, sehen wir da die Auswirkungen auf den europäischen Aktienmarkt stärker. Also deswegen viele exportorientierte deutsche Unternehmen sind mittlerweile immer noch auf relativ hohem Niveau. Und da muss man sich unserer Meinung nach eher die Frage stellen, ob sich diese Bewertungsniveaus auch gerade über den Herbst, Winter jetzt halten lassen. Und deswegen sehen wir den DAX momentan eher in einer breiten Seitwärtsbewegung. Das ist unsere Maßgabe. Wir haben jetzt in der vergangenen Woche bei 15.000 Absicherungen abgebaut, die wir im Sommer eingezogen hatten, als der DAX eben höher war, weil das ist dann unser Ansatz bei Frankfurt Research. Wir sind eher antizyklisch unterwegs und ja, wenn es an den Börsen massiv nach oben geht, dann schauen wir eher, ob man ein bisschen vom Gas geht und Absicherungen einzieht. Zuletzt sind wir wieder etwas optimistischer geworden, aber wir sehen durchaus die Möglichkeit, dass wir, oder das ist unser bevorzugtes Szenario, dass wir in den kommenden Wochen einfach seitwärts laufen, weil auch eben immer mal schwächere Nachrichten kommen könnten und auch gerade die Inflationsentwicklung ja ein sehr spannendes Thema ist. Und deswegen der Ansatz für China und jetzt gehe ich mal aus der Präsentation raus und ich habe ein Produkt vorbereitet auf Alibaba. Spielt mir der Mac einen kleinen Streich. Genau, und zwar, was ist unsere Herangehensweise? Wie eben schon gesagt, diese Werte sind sehr spekulativ und deswegen würden wir bei Turbo-Produkten, wenn man jetzt sagt, man möchte einen Turbo-Bull als Investment auf Alibaba nehmen, würden wir einen kleineren Hebel vorschlagen. In diesem Fall liegt er bei 2,6. Und bei diesem Turbo-Bull, der ohne Laufzeit endlos notiert, mit der WKN DV6N78, genau, partizipiert er eben momentan mit dem Hebel 2,6 an der Entwicklung von Alibaba. Und das wäre ein Produkt, was wir durchaus für die kommenden Monate interessant finden. Ja, weil es eben durchaus die Möglichkeit gibt, dass die chinesischen Aktien nach dieser monatelangen Schwächephase auch wieder gefragter sind. Und um das mal zu verdeutlichen, die WKN poste ich gleich in den Chat, habe ich noch mitgebracht die chinesischen Tech-Aktien, also den Hang Seng Tech-Index, den ich eben angesprochen habe, gegen die amerikanische Nasdaq. Und ja, aus der Corona-Krise raus sah es so für beide Indizes, also den amerikanischen wie den chinesischen Index, extrem gut aus. Und eigentlich sind die quasi im Tandem gelaufen. Und dann haben wir im zum Jahresstart 2021 ja nochmal so einen letzten Squeeze der China-Aktien gesehen, hier in Gelb bzw. Orange. Da gab es dann nochmal neue Rekorde bei vielen chinesischen Tech-Aktien oder generell am chinesischen Aktienmarkt. Und diese Entwicklung wurde massiv abgebaut. Zunächst ist man dann deutlich zurückgefallen und seitdem ging es eigentlich ja in kleineren Schritten wieder bergab, ohne dass zuletzt eine kleine Trendwende, wie eben beschrieben, zu sehen war. Und ja, also die amerikanischen Tech-Aktien haben da quasi den chinesischen Markt massivst outperformed in dieser Phase, die ja wirklich nur ja rund 6 Monate beträgt und ja, das hat wahrscheinlich schon historische Ausmaße angenommen, wie da diese Divergenz zwischen der amerikanischen Nasdaq und dem chinesischen Hang Seng Tech Index in diesem Fall ablief. Genau, jetzt haben wir 19:30 und ich schaue auch mal in die Fragenbox zu China. Dann hast du mal die Frage, wie sieht es mit den Blackouts ein, nee, nicht ein, sondern aus. Die es ja mit Ansage wohl von einigen Regionaldistrikten gab. Könnte das langfristig für China ein Problem werden, dass also dort auch eine Art Strommangel oder zu harte Beschränkungen gelten? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, weil auch gerade im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele gibt es in China Bestrebungen, die Luftverschmutzung gering zu halten. Also ja, möglichst, und der Strom in China kommt ja zu einem sehr großen Teil aus Kohle, aus Kohleverstromung. Und dementsprechend ist das durchaus ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Jetzt muss man natürlich sehen, dass ein Land, was so groß ist wie die Volksrepublik China und diese wirtschaftliche Leistung hat, dass da nicht jeder Blackout oder jedes Problem direkt zu größeren wirtschaftlichen Auswirkungen führt, die wir dann auch in Europa spüren würden.
Also da muss man natürlich schon Abstriche machen, dass ein Land, was in diesem Entwicklungszustand ist oder auch solche, ja, so, solches Wirtschaftswachstum voranbringt, dass da natürlich immer gewisse Probleme vorhanden sind und diese Wirtschaftsleistung das erstmal kompensieren kann. Und Nicolas, wenn ich mich mal kurz einschalten darf, ist ja auch ein Thema, dass sich das ja auch auf den Ölmarkt auswirkt. Also das werden wir nachher nochmal am Ende besprechen, Falco, ja später nochmal. Aber ja, letztendlich ist das ein Thema auch für den Ölmarkt, denn du kannst ja auch ölbasierte Kraftwerke jetzt anschmeißen. Und ja, wenn es eben teilweise mit der Kohle schwierig ist, wäre das eine Alternative, was wiederum dann Auswirkungen auf den Ölmarkt hat. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Und dann gab es noch so ein, zwei Fragen, die schon ja durchaus kritisch sehen, dass er jetzt auf dem aktuellen Niveau jetzt schon in China einsteigt. Weil, aber da hast du ja schon gesagt, ihr seht das einfach als Kontraindikator oder beziehungsweise, korrigiere mich, ihr setzt dann rein, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Genau, und in dem Fall donnern die Kanonen ja wirklich schon seit dem Frühjahr. Und ja, man hat natürlich bei Firmen wie Alibaba, die ja sozusagen das chinesische Amazon sind, oder bei Firmen wie Baidu, die als Google-Pendant laufen, natürlich wahnsinnig große Geschäftsmodelle im Hintergrund, die eben auch Gewinne abwerfen. Und natürlich sieht die Lage da sehr schlecht aus momentan, aber hinter den Aktien steht eine fundamentale Story, die man so unterschreiben kann und die man auch langfristig gerne im Depot haben sollte, unserer Meinung nach, eben natürlich auch mit der Wirtschaftsleistung, die dort existiert und die auch, wie eben schon beschrieben, in den kommenden Jahren weiter anwachsen wird, auch wenn es kurzfristig nicht so gut aussieht. Und das ist natürlich dann die Frage. Und ganz klar ist auch, wenn die Probleme in China weniger werden, Evergrande kein Thema mehr ist und die Lage besser aussieht grundsätzlich, dann notieren diese Aktien 20 bis 30 bis 40% höher. Das heißt, man hat dann natürlich weniger Risiko, aber man bekommt auch weniger Rendite, beziehungsweise man muss die Aktien teurer kaufen. Das ist natürlich so eine grundsätzliche Krux an der Börse. Wenn man die Aktien günstig haben will, muss man auch weitere Abwärtsrisiken erstmal in Kauf nehmen. Und wenn man ja ein ruhiges Investment tätigen will, dann wird man wohl höher einsteigen müssen. Ja, dann kann ich ja mal an der Stelle übernehmen, Nicolas, denn auch zu, ich schnapp mir parallel gerade mal den Bildschirm, und parallel zu den Tech-Aktien, die du gezeigt hast, und da zeige ich mal hier meinen Bildschirm etwas größer, sieht man ja auch, dass Alibaba ja ein gesundes Unternehmen ist. Also das müssen wir ja auch nochmal sagen. Klar, die Bewertung ist runtergekommen und man hat hier Einbußen hinnehmen müssen, aber man hat ja teilweise Marktanteile, du hast es angesprochen, die chinesische Alibaba von 60% in den Märkten, wo man aktiv ist. IT- und Cloud-Dienste dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist ein boomender Markt und Aktienrückkäufe sind auch geplant, also alles das, was auch die US-Techs nach oben getrieben hat, und wir haben ja diese ähnliche Entwicklung gesehen, all das sind ja Argumente, die, sagen wir, mittel- bis langfristig für Alibaba widersprechen. Klar, es gibt ein regulatorisches Risiko, das kann man nicht wegleugnen, zumal das ja auch in China einfach schwer einzuschätzen ist, wie da die Regierung reagiert auf bestimmte Tendenzen. Du hast es beschrieben, Nicolas, aber mittel- bis langfristig und nachdem die Aktie jetzt ziemlich ausgebombt ist, 50% teilweise verloren hat, ist das für uns ein Niveau, wo man jetzt, sagen wir mal, mit angezogener Handbremse in den Markt kann, und auch das Momentum ist ja wieder zurückgekehrt, wie man sehr schön am Chart gesehen hat. Also das so ein bisschen, der Markt für chinesische Technologieaktien, also hier natürlich was für risikobereite Anleger an der Stelle. Das ist ganz klar. Ja, Regulatorik, das ist auch das Thema für den Immobilienmarkt in Deutschland. Und ja, wie schafft man jetzt den Brückenschlag von Evergrande zu dem deutschen Markt? Denn da sieht es ja im Prinzip ganz anders aus. Ähnliche Preissteigerung vielleicht, das ist vielleicht so eine Gemeinsamkeit, die man gehabt hat. Das habe ich euch hier mal mitgebracht. Die Top 7 Städte, klar, in den Ballungsgebieten, da ist was los, da geht der Zuzug hin, weil es dort auch Arbeit gibt.
gibt, Arbeitsplätze gibt. Und ja, man sieht, dass die Top 7 Städte in Deutschland hier eben stärker gestiegen sind als der Markt insgesamt. Und der Immobilienmarkt in Deutschland, ja, seit 2010 erleben wir da jetzt schon einen Aufschwung. Das ist relativ lang, der Zyklus, auch im Vergleich zu anderen, sagen wir mal, Wirtschaftszyklen oder Immobilienzyklen, die positiv ausgefallen sind, wo dann, ja, wo es dann Zusammenbrüche gab. Meistens waren das ja exogene Faktoren, aber im Moment alles noch eher intakt. Und der Druck auf den Immobilienmarkt ist ja sogar eigentlich noch ja, am Wachsen, am Steigen. Also da ist ja noch kein Ende in Sicht. Auch wenn in der Vergangenheit diese Zyklen kürzer waren, muss man ja immer gucken, welche Ereignisse denn da dafür sprechen, dass es vielleicht eine Pause oder eine Konsolidierung auch gibt. Und wenn man sich die Bautätigkeit anschaut, hier habe ich euch diesen Chart mitgebracht, in tausende Einheiten, ja, dann sind wir eigentlich immer noch zu wenig. Es wird immer noch zu wenig gebaut. Das ist das Problem. Vielleicht hier ein paar Zahlen, die habe ich auf einer nachfolgenden Folie für euch nochmal zusammengefasst. Aber die Bautätigkeit ist zwar in diesem Jahr um 6,6% bis Juli gestiegen, also knapp 7%. Das ist ganz ordentlich. Aber immer noch sind wir hier in dem Defizit sozusagen. Also es werden so 375.000 Wohnungen gebraucht oder 400.000 Wohnungen gebraucht. Etwas über 300.000 wurden letztes Jahr, für diese Zahlen gibt es ja noch nichts Finales, etwas über 300.000 wurden gebaut. Also da seht ihr schon, da gibt es ein Defizit und auch die Bundesregierung wollte 375.000 Wohnungen bauen pro Jahr in ihrer letzten Legislaturperiode. Da sind knapp 300.000 draus geworden. Also ja, auch hier ist die Regulatorik nicht immer ganz so einfach hat einen Bremseffekt auf die Entwicklung. Aber da seht ihr schon, in welchem Dilemma der Immobilienmarkt in Deutschland ist oder warum wir diese Preissteigerung sehen. Das Angebot ist einfach begrenzt, die Nachfrage hoch. Und wenn wir hier einen Chart weitergehen, sieht man das ja auch an zum Beispiel der Kapazitätsauslastung. Die ist hoch mit 80%. Nur um euch ein Beispiel zu nennen, die letzten Jahre über einen längeren Zeitraum von 10 und mehr Jahren. Klar, da gab es dann auch schwächere Immobilienjahre für die Branche. Da liegen wir eher so bei 70%. Jetzt sind wir bei der Auslastung, Kapazitätsauslastung bei rund 80%. Also da sieht man schon die Corona-Krise, wie es jetzt zum Beispiel im Automobilsektor war, die da gebremst hat, etc., weil jetzt Halbleiter fehlten. Die hat der Immobilienbranche, der Baubranche nicht so stark geschadet. Im Gegenteil, die Preise seht ihr rechts, wie die auch nochmal angestiegen sind, weil eben die Bautätigkeit hoch ist, sondern die Preise sind eben gestiegen, um zum Beispiel für Bauholz oder für andere Stahlträger um so ein Haus zu bauen. Die sind halt massiv angestiegen, aber man konnte hier weiterbauen. Ist halt alles nur einfach viel, viel teurer geworden und die Inflation ist ja auch ein großes Thema immer noch am Markt. Nicht nur, weil die Ölpreise gestiegen sind, dazu später mehr, sondern eben auch, weil insgesamt eine Materialknappheit herrscht, auch Fachkräftemangel. Aber bleiben wir beim Material, nur Punkte dazu. Bauholz hat sich fast verdoppelt im letzten Jahr und Stahlpreise um 50% am Bau gestiegen. Also das nochmal hier so zwei Zahlen, die, glaube ich, deutlich machen, warum wir auch so eine hohe Inflation haben. Fachkräftemangel, ja, enormer Baubedarf, wird viel aus dem Ausland, ausländische Arbeitskräfte hinzugewonnen, aber es fehlen halt auch dort einfach Arbeitskräfte, um diese große Anzahl von Wohnungen zu bauen. Und die Gesamtsituation habe ich euch hier nochmal kurz zusammengefasst. Plus 10,9% in Q2, Immobilienmarkt trotzdem robust gestiegen.
Niedrige Zinsen, Einwanderung und Zuzug, gerade in die Ballungsgebiete, haben natürlich die Preise nach oben getrieben. Man geht dahin, wo man eben Familie hat, wo man Leute hat, wo man Arbeitsplätze hat. Und das war eben in den Ballungsgebieten. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, Corona mit mehr Homeoffice, vielleicht verlagert sich das dann so ein bisschen aus dem Zentrum raus, mehr so in die Randgebiete von so Ballungsgebieten. Das muss man mal abwarten, wie diese Entwicklung dann in der Zukunft sein wird, denn viele Unternehmen, ja, übernehmen ja jetzt auch Homeoffice-Tätigkeiten, vielleicht nicht nur, aber dass man nur noch so 3 Tage oder 2 Tage ins Büro muss und den Rest von zu Hause arbeiten darf, das könnte für eine Entlastung sorgen. Mal schauen, wie da die Entwicklung ist. Dann, wie gesagt, hier so eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich nochmal gesagt hatte. Und da komme ich auch dann schon zum ersten oder zum bekanntesten Immobilienwert Vonovia, der zuletzt in den Schlagzeilen war, die eben die Deutsche Wohnen jetzt endlich übernommen hat zu 53 Euro. 52 hat nicht gereicht. Da haben sie sich ein paar Hedgefonds dagegen gestellt. Aber man hat jetzt 60% der Anteile. Das reicht. Man integriert jetzt Deutsche Wohnen bis 2023. Und bis zum 21. Oktober hat man ja noch die Frist verlängert. Das heißt, Vonovia kann noch mehr als die 60% ergattern und dann mal gucken, wie sich das eben auswirkt. Aber das Thema ist im Prinzip durch. Vonovia ist auch in Deutschland mit 550.000 Wohnungen ein Riese, ein absoluter Riese und auch im europäischen Vergleich ein sehr, sehr großes Unternehmen. Man will auch die Tochter von Deutsche Wohnen, GSW, die in Berlin sind, übernehmen. Also Berlin, ja, so ein spezielles Pflaster, da hat man ein bisschen Luft rausgelassen, indem man 15.000 Wohnungen an die Stadt verkauft hat. Und die Expansion von Vonovia weiter in den Immobilienmarkt ist noch nicht gestillt oder der Expansionsdurst, sondern man will hier auch die Adler Group übernehmen, auch in Berlin tätig und hat hier schon eine Kaufoption zu 14 Euro. Das ist so ein bisschen über dem aktuellen Preis gewesen, zumindest da, wo man es abgegeben hat. Das war unter 12 damals, hat man sich hier etwas über 13% der Anteile gesichert. Also Vonovia, das Flaggschiff am deutschen Immobilienmarkt, so möchte ich es mal bezeichnen. Und Falco, wir von Feingold Research haben dann eben mal geschaut, neben Alibaba, Vonovia, auch einer der Titel, wo man sagt, ja, man kann hier mitnehmen, ist natürlich ein bisschen anders gelaufen. Wenn ich hier nochmal kurz den Chart von Alibaba abwärts und stabilisiert sich, schaut euch das Momentum an, was hier nach oben zeigt. Das ist in unseres Erachtens aus charttechnischer Sicht ein sehr, sehr schönes Chartbild und leicht nach oben ausgebrochen. Und Vonovia ein bisschen mehr seitwärts gelaufen, um hier in den Seitwärtstrend ein bisschen Pep reinzubringen, haben wir uns für einen Discount-Optionsschein Long entschieden. Relativ defensiv ausgewählt. Ihr seht das hier mit einem Cap bei 47,50. Aktuell sind wir knapp über 50 vom Vonovia Aktienkurs 51,84 hier an der Stelle. Die DV16AU. Ich stelle das auch gleich nochmal in den Chat rein. Dann habt ihr die Empfehlung hier, die Trading-Idee. Und Basispreis 40, Hebel 7,51 ist für einen Discount-Optionsschein relativ moderat. Alle weiteren Stammdaten, Kennzahlen seht ihr hier mit eben einer Chance. Laufzeit ist ja März 22, also ein halbes Jahr, 8,7%, 20% PA kann ich damit erzielen. Für uns sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis, aber man darf natürlich nicht vergessen, fällt es unter 40, ist das Papier wertlos an der Stelle. Das ist die Risikoseite des Ganzen. Dann springe ich, sobald Vonovia Deutsche Wohnen. Hier kommt eine Frage, die nehme ich vielleicht gleich mal auf. Sehen Sie ruhig Risiken durch die Enteignungsdebatte? Ja, gewisse Risiken sind natürlich vorhanden, aber das Ganze, Sie sprechen das Enteignungsvotum vom 27. September an, was da in Berlin gefällt worden ist, das hat keine rechtliche Bindung. Gut, es wird jetzt in Berlin eine neue Regierung gebildet, muss man mal sehen, wie da die Forderungen sind, aber das wird auch kaum Bestand haben. Und Vonovia hat ja schon durch den Verkauf von 15.000 Wohnungen in Berlin an die Stadt ja signalisiert, hey, wir wollen hier keine
keine sozialen Friktionen am Mietmarkt haben. Man hat sich selber auferlegt, die Mietpreissteigerung, die vorgesehen war, hat man reduziert. Also Vonovia ist hier sehr auf die Regierung in Berlin oder ja, Stadtregierung zugegangen und hat hier ist mit gutem Beispiel vorangegangen, um hier auch ein gewisses Streitpotenzial rauszunehmen. Insofern halte ich das ehrlich gesagt auch vor dem Hintergrund, dass das möglicherweise vom Bundesverfassungsgericht eben keinen Bestand haben wird, sehe ich das Risiko als relativ moderat an. Aber es ist natürlich vorhanden, keine Frage, und sollte man auch natürlich beachten. Genau, so viel zum Thema Vonovia an der Stelle. Und vielleicht noch einen letzten Satz auch zu den vielen anderen Immobilienaktien, die es ja in Deutschland gibt, die teilweise Nischen besetzen, auch die sich teilweise gut entwickelt hatten, jetzt ein bisschen zurückgekommen sind. Viele vom Chartbild, das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie bei Vonovia, was ich vorhin gezeigt hatte, aber eben in der Tat, Vonovia hier als Flaggschiff durch die Käufe. Und ich sehe das auch so, dass Vonovia tatsächlich hier auch weiter aktiv werden könnte. Vielleicht auch stärkere Expansion, dass die 550.000 Wohnungen, die meistens sind ja in Deutschland, dass hier eine Expansion ins Ausland bevorsteht. Das würde ich auch nicht ausschließen, dass Vonovia sich hier stärker engagiert. Und warum die Strategie, die erfolgreiche Strategie für Deutschland nicht auch auf den internationalen Markt ausdehnen. Auch das könnte ich mir über die Jahre, ja, über einen mittelfristigen Zeitraum tatsächlich vorstellen, wenn Deutschland oder wenn man sein Portfolio hier in Deutschland vielleicht ein bisschen bereinigt hat, entsprechend hier und da was zugekauft oder abgegeben hat. All das ist, glaube ich, durchaus eine Option für deutsche Wohnen an der Stelle und für mich der Wert im DAX auch, wenn man sich in dem Markt engagieren will. Und ich hatte ja durch die generelle Beschreibung des Immobilienmarktes in Deutschland, ist für mich auch klar, dass hier der Druck eher von den Preisen nach oben geht. Es sei denn, das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass es hier zu größeren Verwerfungen kommt. Das sehe ich im Moment nicht. Vielleicht eine Gefahr in dem Zusammenhang, weil auch Enteignung angesprochen wurde, ist, wie erschwinglich sind denn Immobilien auch noch? Das muss man ja auch immer berücksichtigen. Klar, die Preise können weiter steigen, aber wenn die Preise einfach zu teuer sind für die Masse der Bevölkerung oder für viele in der Bevölkerung, und das sehen wir eben teilweise in Ballungsgebieten bereits, dass bestimmte Wohnungen einfach nicht mehr leistbar sind, dann ist natürlich irgendwo auch eine Preisobergrenze erreicht, die der Markt vorgibt. Und von daher, das wäre vielleicht noch so ein Aspekt, ein Risikoaspekt, wo man sagt, ja, ins Unermessliche können Preise eben auch nicht steigen. Das muss ja alles über Lohn und so weiter bezahlt werden. Denn in der Vergangenheit, das dürfen wir auch nicht vergessen, haben ja steigende Einkommen, steigende Löhne und fallende Zinsen letztendlich es ermöglicht, Immobilien zu kaufen, obwohl die Preise, Immobilienpreise gestiegen sind. Und jetzt sind wir ja so weit, dass wir sagen, ja, die Preise sind über die letzten Jahre von 4-5% auf jetzt ungefähr 1% gefallen zur Finanzierung von Immobilien. Also ganz grob mal als Richtung. Und wenn da weiteres Potenzial nach unten eben, wenn man 1%, klar, es kann noch auf 0,5% vielleicht gehen, aber das Potenzial, was wir vor ein paar Jahren hatten, wo wir von 4%, 5% gekommen sind, das ist eben nicht mehr da, und eine steigende Inflation frisst dann auch vom Einkommen was weg. Also von daher, das sind so ein bisschen die Risikofaktoren. Kann sich eine Familie oder kann sich jemand dann noch eine Wohnung leisten und die Wohnungspreise dann auch bezahlen, die aufgerufen werden? Von daher könnte das so ein bisschen, diese fehlende Kompensation für den Preisanstieg könnte dann hier so eine natürliche Obergrenze bilden. Wo das dann genau ist, ja, das kann man natürlich wirklich nicht vorhersagen. Aber das ist für mich so etwas, was man beachten sollte. Und wo wir jetzt auch zuletzt schon zumindest in den Ballungsgebieten Tendenzen gesehen haben, dass man sich eben das Wohnungseigentum immer noch erschwinglich bleiben muss, um auch den Markt zu stützen an der Stelle.
Gut, dann genau, schaue ich in die Fragenbox, aber ich glaube, dass Nikolas, da guckst du ja auch mit einem Auge nochmal drauf und wollte dann, ja, ich habe das in der Ankündigung so Trend der Woche genannt oder die Frage kam ja auch bei China auf. Nicht nur China kämpft mit einer Energiekrise, also auch in Europa. Ich darf da nur an Großbritannien erinnern, die teilweise Fabriken zur Düngemittelherstellung schließen mussten, weil eben kein Strom oder kein Öl, ja, beziehungsweise Gas zur Verfügung stand oder preiswertes Gas zur Verfügung stand, um diese Fabriken zu betreiben oder günstigen Strom, Entschuldigung, Strom, um diese Fabriken zu betreiben. Und ein Grund ist eben, dass wir hier tatsächlich ja, so ein Energieproblem haben und das sich auch ausweiten könnte. Also das dürfen wir jetzt gerade vor der Wintersaison, die hier ansteht, und deshalb habe ich diesen Chart hier auch mal mitgebracht, wo wir sehen, ja, die Läger, die Erdgasläger, Ölpreis haben wir natürlich gesehen, aber ich möchte mal zumindest auf Erdgas hier auch eingehen, weil das zuletzt das etwas größere Problem war, deutlich stärker gestiegen sind aufgrund des Defizits, was man dort in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft gesehen hat, dass wir jetzt eben Läger sehen, die erst zu, ja, man sieht es am Chart ein bisschen schlecht, hier zu 76% oder die ja so ein bisschen drüber gefüllt sind. Wir brauchen hier eher 90, bevor die Heizungssaison ansteht. Wir dürfen ja nicht vergessen, noch sind wir ja in diesem Übergang Herbst. Wenn es richtig kalt wird, richtig knackig kalt, dann muss eben auch mehr geheizt werden und da brauchen wir einen Lageraufbau. Russland hat schon angekündigt, hier entsprechend vorzugehen, zu unterstützen und ja, bisher ist es noch nicht passiert. Da denke ich mal, wird im Moment ganz eifrig verhandelt im Moment. Aber ihr seht eben hier tatsächlich Gaspreis enorm angestiegen und die Abweichung vom Lager, das ist diese gelbe Linie unten, zumindest vom durchschnittlichen, ist hier dann doch relativ stark gewesen, also unterdurchschnittliche Abweichung. Und von daher auch das hier ein Energieproblem, nicht nur in China, sondern eben auch in Europa. Und auch das gilt es gerade auch, was Inflation betrifft. Inflation, die dann vielleicht weiter steigen wird. Man rechnet ja schon mit 4 bis 5% in Europa. In Deutschland, in Europa sind es 3 bis 4%, so ganz, ganz grob über den Daumen. Und dass es sich dann beruhigen soll, wenn der Winter dann tatsächlich so langsam fortschreitet. Aber das Risiko ist natürlich nach wie vor vorhanden, zumal auch die OPEC, und jetzt mache ich den Schwenk zum Öl, denn viele haben ja auch noch Ölheizungen oder auch ganz einfach die Nutzung von Öl als Treibstoff, hat ja die OPEC hier bisher noch nicht signalisiert. Also Putin beim Gas eher schon, ja, aber beim Öl ist es eben umgekehrt. Da gibt es keine Beruhigung, keine Signalisierung, dass die OPEC hier mehr produziert, um den Markt zu beruhigen. Mal gucken. Der Markt selber erwartet das bereits. Das ist nämlich hier die Terminkurve. Ich habe das mal mitgebracht für Brentöl und Brentöl an der Stelle. Ja, da erwarten wir dann oder da erwartet der Markt, dass wir hier, ja, weiß nicht, ob man deutlich sagen kann, aber zumindest mal ein Stückchen konsolidiert oder zurückkommt. Das ist hier für Dezember, sind das die Preise, die am Markt aktuell erwartet sind. Heute habe ich den Screenshot gemacht. Also nur um mal ein Beispiel zu nennen, im März werden hier so um die $80 bei Brent erwartet, im April dann ja, so etwas über $79. Das sind die Erwartungen des Marktes und das ist für uns eben auch bei den Investments ganz, ganz wichtig. Und da habe ich euch eben hier auch, so, jetzt muss ich hier nur noch mal rausgehen, auch für den Ölmarkt ein Papier, ein Wertpapier mitgebracht, und zwar ein Bonus-Cap-Papier. Also wir setzen hier nicht auf steigende oder fallende Kurse, sondern eher auf stabile Kurse, nicht stark fallende Kurse, eher einen Seitwärtsverlauf. Ihr seht, dass hier Basiswert ist Brent wieder, die DV6J3Q. Nach meinem Vortrag werde ich es auch gleich nochmal in den Chat reinstellen, und der hier eine Rendite. Ich zeige nochmal ganz kurz die Laufzeit. Die ist hier im April 2000, im Mai 2022 zu Ende. Renditechance, ja,
27% PA jährlich umgerechnet und der Abstand zur Barriere bei $65 noch bei 23%. Ihr erinnert euch, Mai, und da springe ich dann ganz kurz mal zurück, was erwartet der Markt für den Mai? Da hatten wir, April hatte ich schon gezeigt, oh sorry, muss ich nochmal kurz vorspulen, für den Mai, April, Mai, ja, so etwas über 78, sagen wir mal um die $79 werden hier bei Rohöl Brent erwartet, aber der, sondern der, die Barriere liegt bei $65, also ein ganzes Stück unter der Erwartung des Marktes. Das hat mich hier, deshalb habe ich dieses Produkt hier in Erwägung gezogen. Da habe ich immer noch einen Puffer, klar, zum aktuellen Kurs von 22%, aber eben auch nochmal deutlich unter dem, was der Markt aktuell erwartet. Deshalb finde ich Chance-Risiko-Verhältnis, darauf gucken wir ja hier auch bei Feingold Research immer bei den Investments mit den 27% und einem 22% Puffer. Das finde ich sehr, sehr attraktiv im Verhältnis. Und ja, hier könnt ihr auch nochmal schauen mit den einzelnen Kennzahlen. Das brauche ich nicht nochmal runterbeten, aber auf alle Fälle vom Chance-Risiko-Verhältnis sehr ausgewogen. Und zur Kurve nochmal, könnte man ja jetzt denken, Mensch, der Ölpreis ist so stark gestiegen, setze ich jetzt auf eine Korrektur des Ölpreises. Das wäre vielleicht auch ein Gedanke, den man haben kann. Und da möchte ich auf die Terminkurve hinweisen, denn es richtet sich oder die Abrechnung erfolgt ja im Mai für den Kontrakt und beziehungsweise bei Fälligkeit ist der April-Kontrakt, aber es richtet sich eben nach dem Terminkurs im Frühjahr für den April-Future, wie dann die Kurse stehen. Und ihr habt es gesehen, es wird eine gewisse Korrektur bereits erwartet, um mit einem Short, falls ihr jetzt auf den Gedanken kommt, einen Short einzusetzen statt des Bonus Caps. Ich würde den hier klar empfehlen. Muss der Kurs stärker fallen als die Erwartung des Marktes, damit ich überhaupt Geld verdiene in einer aktuellen Konstellation. Backwardation nennt man das, wenn die Kurse in der Zukunft oder die Erwartungen in der Zukunft tiefer sind als der aktuelle Kurs, dann muss der Markt eben oder der Ölpreis stärker fallen als die Erwartung des Marktes. Umgekehrt, wenn wir steigende Preise in der Zukunft erwarten, eine sogenannte Contango-Situation, dann muss der Ölpreis in dem Fall stärker steigen als die Erwartung des Marktes, um Geld zu verdienen. Schaffen wir das, sind wir im grünen Bereich, bloß das muss man eben bedenken. Es liegt nicht nur am aktuellen Kurs, sondern es geht um den Preis in der Zukunft, um den Terminkurs. Und ja, das ist eben der Preis, der April-Future dann, der hier als Basiswert fungiert. Falko, ich würde jetzt sagen, Genau, was man vielleicht auch noch anführen darf, ist, bei diesen Preisen ist es natürlich hochattraktiv für die US-amerikanischen Fracker, ich sag mal, wieder ihre Produktionsmenge anzuschmeißen bzw. zu erhöhen bei den hohen Kursen. Das muss man vielleicht auch hinzufügen. Ja, das würde dann ja auf WTI vielleicht stärker ausgewirkt werden, aber klar, insgesamt, die haben ja, als der Dollarpreis, der Ölpreis auf $40 gefallen ist und tiefer, haben die ja ganz viele Ölbohrlöcher geschlossen und da haben wir zuletzt eben auch, da wird ja jede Woche Buch geführt sozusagen, da haben wir zuletzt eben auch eine Steigerung gesehen, aber Falko, da liegen wir immer noch drunter, also da gibt es noch viel Spielraum nach oben, insofern. Genau, vielen Dank für den Hinweis nochmal. Also da, ich glaube, so ungefähr 30% unter Q1 2020, was wir so vor 1,5 Jahren gesehen haben. Jetzt gab es ja noch eine Rückfrage, ob es nur Scheine auf den Future gibt. Ich glaube, da muss man, glaube ich, sagen, es gibt ja Öl auch immer nur als Future und eigentlich nicht wirklich zur sofortigen Lieferung. Aber wenn du mal da noch was gerne zu sagen magst. Ja, das sind ja verschiedene Kontrakte, auf die sich ein Produkt beziehen kann, je nachdem, also man kann hier verschiedene Laufzeiten hier auswählen als Basiswerte, aber natürlich eben, das ist so ein bisschen das ja Verwirrende beim Ölpreis, dass es da quasi, wenn man so will, zwei Basiswerte gibt. Einen, der aktuell gehandelt wird, auf den es aber keine Produkte gibt, der aber veröffentlicht wird, auch im Fernsehen oft gesehen wird, und den davon abweichenden Terminkurs. Insofern, und der ist natürlich relevant dann für die Entwicklung des Wertpapiers, das sich darauf bezieht. Insofern
nicht vom aktuellen Kurs leiten lassen, sondern vom speziellen Terminkurs. Und wenn es ein Open-End-Papier ist, dann ja, verändert sich das natürlich jedes Mal, wenn ein Future fällig wird. Aber hier eben den Future-Markt im Auge behalten, weil das ist der Basiswert für die Produkte, nicht nur bei euch bei der DZ, sondern generell. Genau, das ist ganz wichtig bei den Rohstoffen zu sehen. Alle Rohstoffe, also bei Gold nicht unbedingt, aber bei allen, was sag mal schwer zu lagern oder aufwendig zu lagern ist, da wird immer nur ein Future-Kontrakt vergeben auf eine zukünftige Fälligkeit. Genau, da muss man sich immer entsprechend dann die Terminkurve anschauen. So, jetzt gucke ich nochmal, ob wir da noch weitere Fragen zu haben. Da fragt noch ein Teilnehmer, wieso hoch sind denn die Erdgasspeicherfüllstände im Frühjahr? Jetzt habe ich nochmal nachgefragt, ob wirklich Frühjahr oder Herbst gemeint ist. Herbst habt ihr schon gesagt, 90% sollte es sein. Ja. Wie hast du eine Übersicht, wie sehr werden die denn, ich sage jetzt mal ganz salopp, leer gelutscht, bis die Heizsaison vorüber ist? Ja, also wie tief es geht, weiß ich nicht, aber deutlich, deutlich unter 50% geht's schon. Ja, wird dann einfach stärker nachgefragt in der Zeit. Und ja, das ist ja auch die ganze Diskussion im Nord Stream und so weiter, ne, dass man von verschiedenen Stellen dann das Erdgas bekommt oder verschiedene Quellen bekommt im Moment. Beziehen wir ja das meiste Erdgas aus Russland und deshalb sind wir da ja auch schon angewiesen drauf. Aber eine genaue Zahl, Falco, kann ich da nicht sagen, aber ja, unter 50%. Alles klar. So, dann schaue ich nochmal in die Fragerunde rein. Da war zu Anfang noch eine Frage, ja, die, ich sag mal, militärische Drohkulisse Chinas gegenüber Taiwan, die ja der Hauptproduzent für Wafers zur Chip-Produktion sind. Vielleicht an dich, Nikolas, nochmal. Hast du da einen Einblick, wie da die aktuelle Lage ist? Ist das reines Säbelnrasseln oder müssen wir uns da nochmals Gedanken machen, dass die Produktionskapazitäten vielleicht noch knapper werden? Ja, sehr gerne. Das ist eine sehr gute Frage, weil ja die Einnahme von Taiwan ist ja in gewisser Weise chinesische Staatsräson. Also man sieht ja Taiwan gar nicht als eigenständiges Land an, sondern als abtrünnige Kolonie. Das ist ja auch historisch bedingt. Die Volksrepublik ging ja aus einem Bürgerkrieg hervor und die unterlegene Partei unter Chiang Kai-shek hatte sich ja auf die taiwanesische Insel abgemacht und dort eben den Staat gegründet. Ja, aber das ist meiner Meinung nach ein langfristiges Thema und darauf kann man sich am Aktienmarkt auch nicht positionieren. Also wenn man sich auf solche Risiken, wenn man die immer im Blick haben würde, da dürfte man quasi nie long sein auf eine Story wie China oder auf so ein Thema. Insofern sehe ich das jetzt nicht als Thema, was man auf dem Schirm haben müsste. Es sei denn natürlich, es würde jetzt größere Vorkommnisse gegeben. Dann muss man das Thema natürlich beachten. Gerne, vielen Dank. In dem Zusammenhang, beziehungsweise nicht im Zusammenhang mit Taiwan, sondern mit dem, was Benjamin gerade mal erzählt hat, mag ich aber mal auf den 15.11. hinweisen, liebe Teilnehmer, wenn Sie sich das notieren möchten. Da haben wir nochmal unseren Rohstoffspezialisten Gabor Vogel zu Gast. Den wollen wir auch im nächsten Jahr, solange es denn möglich ist, immer gerne einladen, so einmal quartalsweise. Und 15.11. wäre dann der nächste Termin, wo er dann ganz spezifisch nochmal zu dem Thema Rohstoffe was erzählen würde. Aber heute passt es einfach super rein und vielen Dank, Benjamin, das hast du auch sehr gut dargelegt, dass es da aktuell interessante Themen gibt. Ich glaube, damit ist auch die Fragerunde schon zu Ende. Wir haben das meiste ja zwischendurch immer wieder ja, erklären können. Deswegen mache ich hier mal einen Haken dran und sage nochmal an euch beide ganz herzlichen Dank für eure ausführlichen und fundierten Analysen und auch ja, die interessanten Produkte. Ich hoffe, liebe Teilnehmer, war für jeden von euch etwas dabei. Ein bunter Strauß an verschiedenen Produkten. Das haben wir auch immer gefragt. Was ist eher gefragt? Hebelprodukte, Anlageprodukte. Und interessanterweise kam daraus, dass eigentlich alles gewünscht ist. Und deswegen wollen wir entsprechend aus den verschiedenen Bereichen, verschiedenen Produkten da immer ein bisschen was für euch dabei haben. Ja, dann weise ich nochmal auf das Thema in der nächsten Woche hin. Dann ist mein Kollege Markus Landau wieder als Moderator da an Bord. Da geht es um den 18.10. Und dann erwartet er unsere beiden Profitrainer Ingmar Königshofen und Stefan Feuerstein ja mit einer Marktanalyse der Traininggruppe 2.0. Ja, damit sind wir am Ende unseres heutigen Webinars angekommen. Wie gesagt, an euch beide, Benjamin und Nikolas, nochmal ganz herzlichen Dank. Auch, liebe Teilnehmer, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen ja, der aktuellen Marktanalyse zum Thema China-Krise in Anführungsstrichen was erzählen konnten. Hoffen, dass ihr einiges mitgenommen habt. Dann wünsche ich wie immer an dieser Stelle noch wieder einen schönen restlichen Abend und natürlich wieder eine erfolgreiche Handelswoche. Unseren rechtlichen Hinweise, die blende ich hier nochmal eben ein. Und
dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche beziehungsweise ich dann in ein paar Wochen wieder sehen könnten. Wünsche einen schönen Abend, alles Gute, macht gut, bleibt natürlich gesund und dann hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss, schönen Abend.